Hallo, ich bin der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch ein weiteres Bildbearbeitungsprogramm von FreeStudio DVD Videosoft. Und zwar gehen wir hier einmal auf die Kategorie Foto und Bilder und schauen uns heute das Programm Free Video to JPEG an. Kurz warten, fragt er uns wie immer nach einer neuen Version. Die werden relativ häufig aktualisiert, jetzt sagen wir aber nein. Gut, und jetzt können wir Folgendes machen. Wir fügen jetzt hier ein Video hinzu. Dann nehmen wir mal eins von uns, was wir schon haben. Das wird jetzt hier oben angezeigt. Wir können jetzt natürlich mehrere Videos anwählen, können die auch wieder löschen, einzeln oder alle, wenn wir möchten. Und dazu ist zu beachten, dass die Konvertierung immer nacheinander passiert. Das heißt, es wird immer erst das erste Video konvertiert und bearbeitet. Wenn ihr zuerst ein anderes Video bearbeitet haben möchtet, dann könnt ihr die Reihenfolge mit den beiden Pfeiltasten hier verändern. Gut, jetzt können wir Folgendes sagen. Wir wählen dieses Video an und sage, erstell uns nach jedem 10. Frame ein JPEG-Bild. Wir können genauso sagen, auch in jede Sekunde ein JPEG-Bild. Oder er soll uns insgesamt aus den Videos 500 Bilder machen. Wir sagen jetzt aber, erstell uns 10 Frame oder alle 10 Frames. Und guck jetzt noch hin, wo es uns abspeichern soll. Wir sagen jetzt nicht diesen Standardordner. Wir wählen jetzt einen eigenen. Und zwar gehen wir hier rein, sagen hier drin einen neuen Ordner erstellen und sagen hier Frames, damit wir es auseinanderhalten können. Sagen okay, hier wird es uns angezeigt. Jetzt gehen wir auf die Option, gucken, was wir hier noch machen können. Team können wir nicht ändern, aber die Sprache. Gut, herunterfahren wollen wir den Rechner natürlich auch nicht, wenn wir fertig sind. Also lassen wir es beim Standard und sagen konvertieren. Jetzt sehen wir schon, wie er hier anfängt zu arbeiten. Das dauert natürlich eine ganze Weile, gerade wenn der Rechner vielleicht nicht so besonders schnell ist. Und das wollen wir jetzt aber auch nicht abwarten. So, jetzt öffnen wir den Ordner einfach bei Frames. Und wir sehen schon, er hat uns schon einige Videobilder gemacht, weil wir natürlich gesagt haben, alle 10 Frames. Wir öffnen mal sowas und es würde dann so aussehen, wenn wir durchklicken würden. Ich klicke jetzt mal ganz schnell durch, langsam und wieder schnell. So würde das Ganze aussehen. Also ein ganz nettes Tool zum Ausprobieren, wer ein paar Bilder aus ein paar netten Videos haben möchte, gerade wenn Zufallsbilder sein sollen, sehr zu empfehlen. Also viel Spaß beim Ausprobieren.